Jo, hallo und herzliches Willkommen. Wieso keine Facecam? Zu Anfang. Nee, zu Anfang. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann Reloaded. So keine Facecam. Ja, ich kann euch das beantworten. Die Facecam wird wieder kommen. Das sage ich nicht nein. Das ist ganz klar. Aber meine Facecam. Heute ist alles bei mir schief gelaufen. Meine Facecam. Starte ich vorhin den Computer. Wird meine Facecam nicht mehr geoutet? Habe ich gedacht. Jo, starte ich mein Rechner nochmal neu. Stelle ich den ab und starte ich den neu nochmal. Ja, immer noch nicht erkannt. Ja, sie hat ein Problem. Jo. Ich schicke sie morgen zurück. Und warte, bis ich komme meine neue. Zweitens. Zweitens. Ich habe meine Brille verloren. Also sehe ich jetzt gerade nicht viel. Aber ja. Ich probiere es euch recht zu machen. Und wie schon gesagt, es tut mir leid für keine Facecam mehr. Aber da kann ich wirklich nicht dafür. Ich mache auch mit Facecam weiter. Aber nur. In diesem Shop, wo habe ich sie gekauft, habe ich nur schon, komm schon, einen Monat auf sie gewartet. Jetzt schicke ich sie zurück. Denke ich mal. Dann warte ich aber gerade wieder. Ja, es tut mir sehr, 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 sehr leid. Und, ja, meine Brille. Da muss ich morgen gehen. Und mir eine neue machen lassen. Ist ja klar. Aber das ist jetzt nicht gerade so schlimm. Aber meine Facecam, das regt mich auf. Das regt mich auf. Ah, klar. Wie schon gesagt, wenn wird es ein bisschen spartanisch, dann ist es nicht meine Schuld. Wirklich nicht. Weil dann... Weil dann sehe ich wieder nichts. Oh, wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Ich versuche das so gut wie möglich zu machen. Aber auf jeden Fall wird die Facecam wiederkommen. Nee, das ist wirklich nicht... Ah, in diesem Shop sein Ernst. Ich habe die Facecam jetzt bei mir zu Hause stehen. Aber ich habe sie noch nicht benutzt. Seit 3 Tagen. Jo, ich glaube seit 3 Tagen. Seit 3 Tagen habe ich sie bei mir zu Hause stehen. Kaputt. Das, ja, auf jeden Fall. Bei diesem Shop. Ich sage es euch nicht, wo habe ich sie gekauft. Weil ich möchte die nicht schlecht reden oder so. Aber. Mit Pakete Auslieferung, mein Lenkrad ist immer noch nicht gekommen. Ja, ganz genau. Mein Lenkrad ist immer noch nicht gekommen. Jo. Facecam ist kaputt. Also, das ist alles perfekt. Ich muss es sagen. Nicht natürlich. Nee, das nervt mich jetzt gerade zum Tiefst. Und ich sehe wirklich nicht groß. Also ich muss wirklich an den PC viel ran, damit ich was sehe. Weil ich brauche na ja eine Brille. Das ist mir natürlich auch noch passiert. Aber ja. Lassen wir das so sein.
So, der Radlader. Den brauchen wir nicht. So, jetzt muss ich kurz Cut reinmachen. Cut, wir sehen uns gleich wieder. Bin wieder da. Steche ich mal kurz in den Buch rein. So. Ich muss mir hier, also der, ich muss dem Ma Herr Meier sagen, dass er soll hier eine Rampe ran machen. Dass ich hätte jetzt können den Bucher, den ersten Bucher auf den zweiten laden. Das wäre gegangen. Dann hätte ich können die drei Hänger hinten Ding dran machen. Das wäre gegangen. Das wäre gelübt. So, noch ein bisschen. So, passt. Nehmt mir das nicht übel, wirklich nicht. Das tut mir sehr, 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 sehr leid. Aber ja, eben. Was kann ich denn leider dafür? Also, meine Brille habe ich verloren heute Nachmittag. Ja. Heute Nachmittag. Und danach habe ich gesagt, ja, ist halt schlimm. Blöde halt. Aber komm, sag ich mir nichts draus. Egal. Gehe ich heim. So vor 2 Stunden möchte ich mein PC neu aufstarten. Kommt der Tür rauf. Mache ich das OBS-Fenster. Mache ich das OBS-Fenster auf. Klärchen. Perfekt. Guck so rüber. Sehe ich keine Kamera. Ganz klar. Kein Problem. Stecke ich raus, stecke ich wieder rein. Stecke ich aus, stecke ich wieder ein. No connected. Perfekt. Sag ich mir, ja, hat es nicht connected. Stelle ich kurz mein PC wieder, fahre ich mein PC wieder runter. Fahre ich den wieder rauf, ganz normal. Sehe ich, mache ich das OBS-Fenster wieder auf. Ganz klar, immer noch nichts. Sag ich mir, jetzt ist was im Scheider. Jo, dann sag ich mir so, geht schon irgendwie. Probiere ich das nochmal die ganze Angelegenheit. Passiert wieder nichts. Da habe ich mir gesagt, muss ich morgen abschicken. Entweder ich verlange mein Geld zurück oder sie sollen die machen und mir eine neue schicken. Der, wo will's wissen, ist eine Logitech, weil ich Logitech liebe. Logitech 270C. Ja. Und ja, die ging nicht. Sagen wir es mal so. Die ging 2 Tage, aber danach. Ja. Tricky. Das nervt mich jetzt gerade so. Wie mit meinem Lenkrad. Also auf jeden Fall bestelle ich das. Niemals etwas mehr. Ich sag jetzt den Namen nicht, wie habe ich schon gesagt. Aber ich bestelle nie mehr wieder was. Jetzt, was wollte ich denn? Ach so, ja, ich wollte mir mal noch Schweine dazu kaufen. Ja,
Lassen wir das jetzt mal sein. Was können wir denn machen? Ja, doch. Ich weiß, was können wir machen. Geht das? Jo, nehmen wir mal den LKW. So, hängen wir das, nee, 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 nee. Was mache ich denn schon wieder Blödes? Ja, ich hab das auch gesehen. Das ist mein letzter Livestream. Kein ETS kam. Das war ja auch wegen dem kein Lenkrad haben. Ey, ich warte schon so lange auf mein PS. Nee, nee, nee. Das ist doch nicht wahr. Ach, komm schön. Ach komm. Ach komm. So. Lassen wir die hinteren Molder hier ab. Dann hänge ich die auch ab. So. Den wieder rauffahren. So. Ach so, ich habe ja wieder was gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich hätte ja nicht die Mulde müssen abhängen. Ich muss die vom LKW abladen. Müsste schon noch der LKW auswählen. So, und dann. So, dann hole ich mal die Plattformanhänger. Wo habe ich hier daheim? Dann können wir noch kurz zum Händler fahren. Ich probiere sie noch mal einzustecken. Vielleicht geht es so wundersam weise doch noch mal. Geht das? Hoffentlich. So, das geht. Hat der LKW Dynamic Hosts? Natürlich nicht. So, da passt. Also ich muss auch wirklich auf dem, ich muss auch wirklich auf dem zweiten Bildschirm ganz nah dran, ob wie ich die Zeit ziehe. Weil ja. Komm schon. Oh, nice. Ich könnte wirklich gerade ausrasten. Alles geht schief bei mir.
Also das, die Brille, die nervt mich schon, dass das nicht so und so passiert ist und so. Aber ja, lassen wir es jetzt so sehen. So, dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da, wenn es dir gefallen hat, abonniert mich doch bitte. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss und ciao, ciao.